Ich meine, ja, willkommen, mein Name ist der NewRLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Graceseth. In der letzten Folge haben wir Ember-Kohak aus Tales of Hearts erledigt, im Zungenkäfig. Und wir machen jetzt den nächsten Gegner. Ich habe, ehrlich gesagt, keine Ahnung mehr, wer jetzt noch alles kommt. Ich habe noch so eine Vorahnung, wer alles kommt, aber ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge. Ja, gehen wir jetzt einfach Schnurstracks rein, weil ich werde den nämlich bringen. Findest du hier mal eine Figurin, was? Was ballern wir denn da rein? Die braucht man nicht mehr, deswegen bangen wir die da rein. Oh yeah. Bevor ich hier aufgenommen habe, ne, da war ich noch in dieser Sandschleier-Ruine und habe dieses verdammte Rätsel gemacht und mein Gott. Irgendwas war merkwürdig, weil ich habe, wir haben ja diese Ruinen, diese ganzen Rätsel haben wir ja schon gemacht, aber im Future Arc. Und ja, irgendwie scheint das Spiel sich so gedacht zu haben, das ist im Future Arc passiert, also ist halt nie passiert. Und deswegen, ja, konnte ich noch mal die ganzen Rätsel machen und mich zu diesen riesigen Rätsel, wo ungefähr 3 Millionen verschiedene Farben waren, durchkämpfen und ja, nicht schön. Aber ich habe das Rätsel gelöst und ich hoffe, dass wenn ich wieder dahin komme, dass es dann immer noch gelöst ist, weil das noch manchmal ist echt blöd. Ja, so viel dazu. Komischerweise waren die ganzen Truhen schon geöffnet, also macht das irgendwie gar keinen Sinn. Na gut. Und die Gegner jetzt sind locker kaputt. Weil ich wahrscheinlich bestimmt, warum die so schnell kaputt gehen. Und du hast jemanden gerufen, oder? Ja. Ja, ich habe den Schwierigkeitsgrad auf Schwert runtergestellt. Und da bleibt er jetzt auch. Weil, ja. Die Geschwindigkeit, in der ich stärker werde, die ist verdammt langsam. Und ja, Gegner werden nicht leichter. Deswegen, ja. Ich habe mich sowieso lange schon damit abgefunden. Wow, 32.000 Erfahrungspunkte. Dass ich das Spiel nicht auf den höchsten Schwierigkeitsgrad erledige und ja. Deswegen spielen wir jetzt auch schwer, weiter geht's aber nicht runter. So wie immer. Ja, mal gucken. Wer könnte ich? Hab so eine Vorahnung, wer jetzt kommen könnte. Ohne Bluse. Ist da was Neues? Ja, die ist jetzt schwach. Und ich habe übrigens einmal eine Scherben verkauft, weil, ja. Wir brauchen ja. Warte mal, da war gar nichts. Hey! Wir brauchen ja nur einige Quests, Tavernen-Quests, die wir erledigen müssen. Und ja, ich kann gar keine davon irgendwie erledigen, weil mir immer irgendwelche Scherben fehlen für irgendwelche Sachen, die ich dualisieren muss. Was ich voll blöd finde. Aber naja. Ja, und ich glaube, wenn man wenig Scherben hat, dann bekommt man auch irgendwie mehr Scherben. Was aber irgendwie jetzt nicht so der Fall ist. Ich glaube, ich habe jetzt insgesamt noch 4 oder 5 Scherben. Toll. Naja. So, kämpfen mal gegen jemanden, um den Schwierigkeitsgrad runterzustellen. Ich meine, die Feindstärke. Okay, welche Level sind denn jetzt? Wir spielen übrigens auch schwer immer noch. Habe ich ja gerade gesagt. Also, falls ihr aufgepasst habt. Also, nur gucken, ob ihr aufgepasst habt. Ja, au. Ich habe irgendwie so ein Gericht, womit ich rare Scherben von der erhöhen kann. Aber dafür brauche ich eine 50er Treffer-Kombo und das ist irgendwie nicht so mein Standard. Aber egal, warte mal hier. Einfach mal. Oh nein. Warte, da könnt ihr bestimmt Turtles auftauchen. Yay! Da fällt mir nämlich gerade ein. Ich muss ja noch hier Sachen kaufen. So was hier zum Beispiel. Also die Sachen, die wir noch erledigen müssen. Also unsere To-Do-Liste, die schrumpft immer weiter. Finde ich richtig gut. Was haben wir alles in diesem Spiel? Ich glaube sowieso nicht echt alles. Ich glaube, das mit den Tavernen-Quests, das werde ich nicht machen, weil ich habe keinen Bock jetzt noch so viel zu farmen hier. Wir machen jetzt noch den Zonenkäfig. Das Kolosseum machen wir auch noch. Den Rockaron können wir auch mal zusammenprügeln. Versuchen. Und ja. Da können wir am Ende vielleicht noch mal einen letzten Boss hier just for fun erledigen. Ne? Machen wir. Okay. Ja, sehr schön. Ah. Aber erstmal, ja, ich glaube, das hier wird erstmal das Schwierigste sein, was wir machen. Wenn ich jetzt unseren Gegner finden würde, wäre es sogar noch besser.
Level bekommen wir nur so Bannsachen. Das ist ein bisschen blöd. Ich habe mal Just for Fun nochmal gegen Quark gekämpft, beziehungsweise Ember, weil ich diese Karte haben wollte von ihr, die wir nur von ihr kommen können, also ihre eigene. Aber ja, hatte ich nicht so viel Glück. Und auf schwer war die verdammt einfach. Was ich sehr gut fand. Und da konnte ich auch schon Flugbahn rein tun. Das hat mich ein bisschen überrascht. Ah. Wer ist neu hier? Ich brauche Gegners. Wahrscheinlich, wenn ich unseren nächsten Gegner finde, werde ich erstmal gegen ein paar Monster kämpfen, um die Feindstärke zu reduzieren. Ich weiß nicht, ob das die Bosse irgendwie beeinflusst, aber ich mach's einfach. Oh, Hallöchen, du bist das. Alles klar, dann weiß ich, was zu tun ist. Dann können wir auch bald eine Quest erledigen. Eine weitere, die damit zusammenhängt. Ja, mach mal auf 3, bitte. Mach mal auf 3, mach mal auf 3. Bams. Keine Ahnung, was ich hier mache. Was? Hat er einfach Hubert erledigt, ey. Er hält echt nichts aus. Erstmal Hubert wieder bleiben, danke. War wir ja gerade die Fodra-Kampfmusik. Die ist so viel leiser im Vergleich zu den anderen Kampfthemen. So, ich muss nochmal gegen einkämpfen. Ja, das ist die Fodra-Kampfmusik. Die ist so leise, ey. Okay, ich habe den Fernseher jetzt auch nicht so laut, weil ich... Warum hast du jetzt Dings aktiviert? Was zum Teufel? Ich muss den Fernseher ein bisschen leiser, weil ich kein Echo in meinem Mikrofon hier haben möchte. In meinen Videos meine ich. Ja, ein Echo in meinem Mikrofon. Ja, mein Mikrofon spricht mit mir. Dann habe ich immer Cherry und Sophie im Team. Kann das sein? Aber ich brauche meine zwei Heiler. Erfrischungsscherbe. Und ich können wir irgendwann damit auch vernünftiges herstellen. So. Immer noch 108. Leck mich. Anfällig gegen Arzt, jawohl, sag dann gleich. Zack, und du bist weg. So, das. Jetzt bin ich auf mein Mikro gekommen. Was ist zwischen meinen Beinen kommt denn? Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Ach ja, ich habe so ein Gericht drin, was unsere Scherbenfunde erhöht, wenn wir nicht 30er Kombo machen. Ob es das so sehr bringt, weiß ich nicht. Weil ist im nächsten Kampf die Elfanzeige ganz unten vom Gegner. Und jetzt gehen wir zu dem hier. 100% perfekt. Das war nicht, was ich noch im Elfmix habe, aber wird schon alles gut gehen. Du bist ein Turtles. Oh, that's no person. It's a Turtles. Tortoise! Tortoise! Man, this is one weird Turtles right here. I am not a weird Turtles. How dare you? This is the Turtles we saw at the border fortress. Ja, stimmt. I totally do not remember that. I will never forgive you. I can solve riddles with my mind. My Turtles transport carries much cargo. I enjoy eating soft tofus. What? What the heck are you talking about? Ich fällt gerade irgendwie auf, dass Pascal hinten so ein Propeller hat. Warum fällt mir jetzt denn das auf? Okay, der Finster-Turtles, der hat nicht viel AP. Okay, ich muss schon sagen. Der hat natürlich irgendwie so ein riesiges Turtles gewandt. Prisma-Messer. Brauche ich da auch was für. Warte mal, was stand da? Ein Turtles, der seinen Müll nicht trennte und so der dunklen Seite anheim für. Was? Wie kannst du? Okay, den müssen wir eigentlich schnell fertig machen, auf schwer. Im Vergleich zu, oh Gott, Ember, Quark. Was ich richtig geil finde, der Typ hat voll die hohe Stimme im Japanischen. Original. Habe ich ein bisschen so überrascht, als ich ihn zum ersten Mal hier gesehen habe. Ich kannte die japanische Synchro schon Jahre vor dem Erscheinungsdatum, wo Grace F rauskam. In Europa. Und mein Gott, den machen wir gerade fertig gerade.
Aua. So viel dazu. So, Hubert. Warum heilst du? Bist du anfällig gegen Arzt? Sag doch gleich. Komm ich mal mit Hubert, na? Dance. Zack. Sehr schön. Und ja, der ist überhaupt kein Problem. Weil der war auch allgemein einer der einfacheren Bosse hier, wenn ich mich nicht irre. So, machen wir mal den hier. Ach du meine Güte, 190. Leider habe ich schon die ganze Titel. Ja, wir haben den mal locker irgendwie so die Hälfte abgezogen. Meine Güte. Na, oh, verdammt, das hätte das sein können. Oh, jetzt macht er uns platt. Hilfe! Komm, verreck. Verreck! Nein, nein, nein! Los, mach jemand was! Nicht nur heilen, angreifen! Jawohl! 11 Minuten. Unschuldige Maid-Titel gemeistert. Sehr schön. Everyone is mean to me. They say I'm different from other turtles. They tease me for it. That's sad. It is. They all call me the rotten Mabo Curry boy. I'm not rotten Mabo Curry, see? You're a rotten turtles then? No. Look, I knows I ain't pretty. I knows that I'm an ugly turtles. But I'm still gonna flap my wings and fly some days. What? Oh, it's gonna totally happen. What's going to happen? The turtles is gonna turn into a swan. What? I is reborn in your face, haters. I is a swan now. What the devil? Look the same. Hey, look! He molted. How cute! It's true. You have been reborn. What the devil? No! This must have been a difficult journey. Congratulations! You really are a regular old weird turtles after all. What is this? I don't even. Das war verdammt die Dorf von 11 Schüben. Oh ja. Das kann richtig nützlich sein hier. Ja. Ah, ja. Vor allem, wir haben ja einen 9000er. Ja. So, 11 mit 6. Oh, 9000! So. Guck mal. Kann ich die hier machen? Oder muss ich erstmal die hier erlegen? Okay, da stand jetzt zwar, dass ich Dings brauche, aber naja. So, jetzt gucken wir mal. Bei. Nein, hier. Hier. Der Turtles Boss. Das sollten wir jemanden geben, der es brauchen kann. Außerdem haben wir etwas bei den Finster Turtles erfahren. Genau, da könnten wir noch mal hingehen, weil das hängt ja auch immer zusammen. Nein, okay. Upsala. Dann gehen wir mal zum Turtles Hauptquartier. Und geben mal das Formular ab. Falls wir da bekommen haben, ich weiß auch gar nicht mehr. Oh ja. Bams. In your face. Ich hab's schon gehört. Ihr habt den Finstertürl zur Besinnung gebraucht. Wir haben ihn im Zonenkäfig gefunden. Er war nicht sehr nett. Ja, eigentlich hat er sich für ein ziemlicher Idiot verhalten. Der Finstertürl ist mein Sohn. Eines Tages schickte er mir einen Brief. Sagte er, täte ihm leid, dass er so viele Ärger verursacht hat. Tja, fair ist fair, oder? Hier ist die versprochene Turtles-Flöte. Vielen Dank. Mit dieser Flöte könnt ihr uns rufen, um euch zu helfen, immer und überall. Wenn es jemals etwas geben sollte, das ihr von uns benötigt, braucht ihr es bloß aufzusprechen, oder, spielt auf der Flöte. Jawohl. Hey, mal erledigt. So. Jetzt können wir die Flöte einfach benutzen. Und bams. Da kommt Chop. Boah, geil. Boah, geil. So, Finstertrunks. Was? Finstertrunk. So, dann gehen wir nochmal ganz schnell nach Teles Estur. Weil vielleicht kann ich ja wieder einen Titel kaufen.
Ich habe ja wieder Asche. So. Bams. Ja. Nur immer wisst ihr, welches Geschoss das ist. Allein mal 15 Minuten, sehr schön. Und hier ist richtig, jawohl. Wir haben viel Asche. Warte mal, du bist nicht der Richtige. Du bist nicht der Richtige. Du bist nicht der Auserwählte. It's me. Verdammt. Wo war das jetzt? Von wo sind wir gekommen? Wo müssen wir hin? Sehr schön hier. Ja, ich weiß gar nicht, was der letzte kostete. Aber wir werden es jetzt sehen. Das werden alle Schurken. Ja, das ist ein bisschen viel. Aber mir fehlen nur zwei, sehr gut. Alles klar, aber ich würde dann sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder im Zonenkäfig beim nächsten Gegner in der nächsten Etage. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.